Ich habe mir das Thema Zuversicht ausgesucht, weil ich das Jahr 2017 mit einem besonderen Thema ausklingen lassen wollte. Aber nicht nur wegen der momentan politischen Situation kann uns allen eine Extraportion Zuversicht nur guttun. Es kann nie schaden, zuversichtlich nach vorne zu schauen. Ich denke, das Thema Zuversicht ist einer der wichtigsten Treiber, gerade in den Phasen höchster Veränderung wie jetzt. Google hat mir gesagt, dass es der feste Glaube ist an die positive Zukunft. Oder auch Bedenken ist für mich sehr, sehr wichtig, um auch zuversichtlich sein zu dürfen. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass die Menschen sehen, dass mit der Rückkehr zum Nationalismus, mit politischem Fanatismus die Zukunft unseres Landes nicht gestaltet werden kann. Dieses RP-Forum befindet sich in einer Operation am offenen Herzen. Ja? Es gibt das klassische RP-Forum, das Sie kennen und schätzen, hoffe ich, und es gibt jetzt heute Abend dieses Experiment. Ein Experiment, in dem es darum geht, so ein bisschen den Menschen mehr in den Mittelpunkt zu stellen, statt den Markt. Das Besondere ist diesmal auch, dass das Forum branchenübergreifend ist. So wie auch Zuversicht keine Branche, kein Alter, keine sonstige Kategorisierung kennt. Es betrifft uns alle. Wir sind auch alle, glaube ich mal, an bestimmten Entscheidungen gescheitert. Das muss ja auch erlaubt sein. Denn nur aus diesem Scheitern lerne ich auch. Ich bin seit 45 Jahren Herzchirurg und immer noch tätig. Und das bin ich, weil ich zuversichtlich bin. Aber wenn wir als Christen mutig sind, können wir Gesellschaft mitgestalten, mitprägen und können der Gesellschaft ein menschlicheres Gesicht geben. Morgen ist vielleicht nicht so gut wie heute, aber solange wir hier sind, dürfen wir alle zuversichtlich sein. Und so freue ich mich sehr, dass wir mit unserem neuen Forum und mit unserer neuartigen Sonderbeilage etwas Wunderbares geschaffen haben, das den Kunden etwas Positives und Nachhaltiges zurückgibt.